10 Jahre DGNB ist etwas, was ich, wo ich natürlich seit der Gründung dran geglaubt habe, dass es auf jeden Fall 10 Jahre alt wird. Aber was ich damals vor 10 Jahren mir nicht vorgestellt habe, war das Tempo, mit dem wir eigentlich zwei Sektoren umgekrempelt haben. Also den Sektor Bauwirtschaft, wo es wirklich darum geht, doch einen relativ statischen Bereich, statische Akteure mal zu motivieren, die Dinge doch anders zu denken und anders zu machen. Und den Sektor Immobilienwirtschaft, der doch eigentlich bis dahin nur von einer Kennzahl getrieben war, nämlich einer ökonomischen, und die sich nicht daran geglaubt hat, dass man auch mit anderen Werten als Geld erfolgreich sein kann. Und das ist etwas, was mich heute jetzt rückblickend total, also wirklich wahnsinnig begeistert, dass diese anfängliche Euphorie der paar Leute, vielleicht der paar Spinner und Vorreiter, alle mit ihrer eigenen Expertise, alles Einzelkämpfer, sich vor 10 Jahren zusammengesucht haben, gefunden haben. Es war wie so ein Kondensationskeim. Wir mussten auch gar nicht viel machen. Man ist einfach zusammengekommen, hat was gemerkt. Wir wollen hier gemeinsam was verändern. Und dass das auch ganz einfach war. Und dass beispielsweise unser Businessplan von damals, der allererste, der war schon nach kurzer Zeit völlig obsolet, weil der Erfolg so groß war. Wir haben 2007 gerade in der Gründungsphase doch sehr viel positives Feedback bekommen, dass wir ein Thema mal aus einer Schublade hervorziehen, die sonst immer so mit Birkenstock und Stricksocken und Öko und Bäume lieben und so verbunden war, und haben das zu einem Thema gemacht, wo eigentlich alle drauf Lust haben und das auch gar nicht unbedingt nur als Bürde sehen, sondern wirklich als Chance. Und die Erfolge, die wir dann auch bei der Auftaktveranstaltung 2008 im Januar hatten, dass da mehr als 200 Teilnehmer gleich gekommen sind, die alle ihre Mitgliedsbeiträge dabei hatten, weil sie noch unbedingt Gründungsmitglied werden wollten, und dann auch die erste Konsens mit einem Team zusammengestrickt, 600 Teilnehmer im ersten Jahr, eine Konferenz, eine Veranstaltung, wie sie vorher so noch gar nicht gab, hat einfach gezeigt, dass wir genau zum richtigen Zeitpunkt genau das Richtige getan haben und auch die richtigen Leute dort gefunden haben. Und jetzt über die nächsten Jahre, wenn ich dann so überlege, was hat es dann bewirkt, das Tollste war oder ist für mich eigentlich, dass wir dieses Silo-Denken nicht mehr haben und dass es keine Einzelkämpfer mehr so stark gibt, sondern dass die Menschen mit ihrer Expertise, sei es ein Schadstoffexperte, auch wirklich in Projektteams anerkannte Teammitglieder eigentlich geworden sind, wenn es darum geht, vernünftige, gute, zukunftsfähige Gebäude zu machen, oder Ökobilanzierer, die mit ihrem Zahlenwerk kommen und dem Bauherrn die Dinge vielleicht erstmal erklären müssen, aber es ist akzeptiert, dass dort jemand mal anders auf das Vorhaben schaut. Oder Tageslicht-Simulationsexperten, die wirklich klar machen können, wie wichtig das ist, Räume zu schaffen, in denen die Menschen sich wohlfühlen und gerne sind. Und man ist einfach besser in besseren Räumen, und das ist anerkannt und wird gesehen. Und das ist was ganz, ganz Hervorragendes, was wir da geschaffen haben. Und da kriege ich jetzt gerade auch schon echt eine Gänsehaut, wenn ich das so sage. Also wenn wir beispielsweise unser Zertifizierungssystem als eines der wichtigsten Instrumente eigentlich zur Formulierung von Nachhaltigkeit verstehen, dann wissen wir, dass wir dort aktuell sehr viele Themen drin haben, die ich hoffe, über die wir in 10 Jahren nicht mehr reden müssen. Die sind in 10 Jahren einfach vorbei, wir haben sie gelöst. Und ich glaube daran, dass, auch wenn ich jetzt mir so durch den Kriterienkatalog mich da durchdenke, dass bestimmte Themen, die heute für manche noch wahnsinnig
aufregend und anstrengend wirken, eigentlich in 10 Jahren zu einer ganz normalen Terminologie auch gehören. Und diese Anstrengung zu erklären, was ist Nachhaltigkeit und warum ist es wichtig, das müssen wir in 10 Jahren nicht mehr machen. Es ist eher natürlich, also ich glaube eher in 5 Jahren schon oder in vielen Bereichen ja heute auch schon so, nicht nachhaltig zu bauen ist nicht okay. Also das geht einfach gar nicht mehr. Man muss sich schon rechtfertigen, wenn man nicht bestimmte, vielleicht nicht den gesamten Umfang an Themen, den wir auch so vorschlagen, umsetzt, aber bestimmte Kernthemen, die gehören einfach dazu. Und in 10 Jahren werden das andere Themen sein. Es wird sich auch wieder ändern. Wir werden vielleicht auch mehr über Themen reden, die wir heute in einer globalisierten Welt gerne ausblenden, weil wir glauben, an die Informationen nicht ranzukommen. Das ist einfach falsch. Wir wissen heute schon sehr viel und auch viele Unternehmen wissen sehr viel, wie es ist, in anderen Ländern zu agieren und unsere Produkte rund um die Welt zu transportieren. Und da wird sich, denke ich, auf jeden Fall was geändert haben, weil wir auch wissen, dass wir hier in Europa nicht mehr so stark auch zu Lasten von Menschen in anderen Regionen der Welt so agieren können. Und das wird eine große Änderung sein. Da sind jetzt ja auch schon in der Gesetzgebung auch einige neue Impulse zu sehen, dass man sich tatsächlich über die Rohstoffabbaubedingungen Gedanken macht und bestimmte Praktiken nicht mehr so gerne sieht. Das wird auch auf den Endkunden wirken. Zum Thema Endkunden, da sind wir ja aktuell auch noch nicht diejenigen, wo jedem klar ist, wofür ein DGNB-Label oder wofür die DGNB steht. Da glaube ich ganz fest daran, dass das normal sein wird. So wie es heute ja schon normal ist, bei einer Fernreise auch über CO2-Kompensationen nachzudenken, wofür man ja vor ein paar Jahren noch als totaler Freak da stand, wenn man mal ehrlich gesagt die paar Euro für was Gutes auch dann eingesetzt hat. In 10 Jahren müssen wir aber auch sehr viel reduzierter die richtigen Themen angehen. Und das ist eine große Herausforderung für uns, DGNB, uns wirklich auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Und für mich gehört da beispielsweise dazu, dass wir auch mal darüber nachdenken, wie viel beispielsweise Komfort wir hier in Deutschland von unseren Gebäuden tatsächlich erwarten und haben wollen. Ob alles elektrisch vom Schreibtisch per App bedient werden muss oder ob den Leuten nicht dann auch mal klar wird, wie wichtig es ist, rauszugehen, sich mit Menschen zu unterhalten, sich zu bewegen, sich aus Versehen mal über den Weg zu laufen, vielleicht auch mal 2 Grad kälter oder 2 Grad wärmer im Büro zu haben, um zu spüren, was die Natur eigentlich gerade mit uns macht. Der Klimawandel ist da, es wird sich auch ändern. Und wir müssen da einfach raus aus der Komfortzone und die wirklich wichtigen Probleme angehen. Und da gibt es das Allerdrängendste, das ist der Klimawandel. Und da müssen wir wirklich mal aus der Komfortzone raus. Das ist für mich unumgänglich, absolut.